Liebe Jella, ganz herzlich willkommen bei uns hier in der Quelle. Schön, dass du bei uns in der Schweiz bist. Danke. Wie gefällt es dir hier? Ich liebe die Schweiz, deswegen komme ich auch immer wieder. Ach schön, sehr schön. Ich habe dir heute ein paar Fragen. Du bist ja da bei uns am Seminar. Heute ist der erste Tag, morgen geht es weiter. Genau, und ich habe schon einen Vortrag gegeben. Sehr schön. Ja. Ich fange direkt an mit den Fragen. Bist du bereit? Ja. Gut. Was ist für dich ein gelungener Tag? Oh. Das Gelungene am Tag macht für mich die Qualität von oder die Intensität von Erleben aus. Also wenn es so einen Flow gibt und ich das Gefühl so, wow, es gibt immer wieder schöne Sachen. Und das kann was Überraschendes sein, also es muss nicht alles durchgeplant sein. Aber wenn es sich so anfühlt, als würde eins ins andere fließen und als würde sich viel so passend aneinander fügen. Und das kann super unterschiedlich sein. Ja, ja. Ah, schön. Ja, das habe ich manchmal auch. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Ja, ja. Schön. Was ist deine große Leidenschaft? Passend zu meinem Beruf, Sex, würde ich sagen. Also das hört sich jetzt so banal an und ich meine das in einem sehr großen, umfassenden Begriff. Mhm. Ich merke, ah ja, Sexualität ist ja so eine Lebenskraft, also diese Lebendigkeit da dran. Mhm. Das Lehren ist tatsächlich auch eine Leidenschaft, aber auch natürlich das selber haben. Also ich merke, ich empfinde das immer wieder als so eine Erweiterung von dem, was ich schon kenne von mir. Und das unglaublich Lebendige da drin liebe ich sehr. Ja, schön. Was machst du am Morgen als erstes, wenn du aufstehst? Oder nach dem Aufstehen? Im Moment oft mir einen Kaffee. Ja. Ja. Yeah. Das ist so was, wo ich merke, ah ja, ich liebe so schwarzen, intensiven Kaffee. So. Und dann gibt es da so was wie, okay, dann einen Moment von Ruhe, von Innehalten mit dieser Kaffeetasse in der Hand und danach alles andere. Ja. Schön. Welche Jahreszeit magst du so am liebsten und warum? Klar, Sommer. Sommer. Ja, ich bin so ein Mensch, der quasi mit steigender Außentemperatur steigend aktiv wird. Wobei ich auch durchaus andere Jahreszeiten als Abwechslung schätze. So. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, habe ich viel so Mittelmeer, moderat warm bis 30 Grad, Sonne, die nicht total brennt, außer vielleicht mal mittags. Ja. Und dieses leichte Wetter, also dass ich in leichter Kleidung mit Flipflops die ganze Zeit rumlaufen kann. Ja, das ist schön. Das ist bei uns leider nicht nee, so. Genau. Und ich lebe in Deutschland, das ist jetzt nicht viel anders. Genau. Und ich finde es auch schön, aber es gibt halt so dieses, ich kann mir das ab und zu einrichten, dass ich im Winter mal lange im Warmen bin. Ach, und dann bin ich immer so, ja, schön. Sehr gut. Welchen Moment deines Lebens möchtest du am liebsten einrahmen, weil er so schön war? Es gibt an sich viele davon, aber einer, der mir auch so, also von meinen Augen aus gesehen, so visuell sehr in Erinnerung ist seit vielen Jahren, dass ich einmal mit so, das war so ein fantastischer Morgen mit einem Geliebten und das Licht fiel total schön auf sein Gesicht. Und seine Augen reflektierten so quasi dieses Gefühl von Verbundenheit, von Gemeinsamkeit. Und also diese Kombination von dem Licht und dem geliebten, aber auch liebenden Gesicht ist total mir visuell im Gedächtnis. Ja. Ach schön. Auch, dass du das Bild gerade so beschreiben kannst. Schön. Dann schon die letzte Frage. Magst du es, wenn man dir Fragen stellt? Ja. Ja? Ja, das bringt das Beste in mir raus. Also das ist immer wieder, gerade im beruflichen Sinne so, also privat, glaube ich, denke ich über das Leben schon auch viel nach. Ja. Aber im beruflichen Sinne fügt es die Dinge zusammen, die schon in meinem Gehirn sind, als einzelne Bausteine. Mhm. Und mit der Frage, die kommt, werden die dann wie so im Flug verknüpft. Mhm. Und dann sage ich Sachen, wo ich mir selbst gern zuhöre. Und dann ja, war so, toll, ich könnte manchmal auch so Q&A irgendwie einen ganzen Vortrag machen, aber dann wird, glaube ich, niemand kommen. Aber dieses Gefühl von, wenn eine Frage sowas in mir wachruft, wo ich das Gefühl habe, ich lerne was Neues, weil ich es einfach neu verknüpft habe, ja, ist ein totales Geschenk. Ach schön, das finde ich auch so spannend. Man lernt sich ja besser kennen, wenn man diese Fragen dann beantwortet. Ja. Ja. Ach schön. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir hoffen, du kommst bald wieder zu uns. Ja, absolut gerne. Danke, Jella. Ja, schön. Danke.